Ja, und hier auch ein herzliches Willkommen zu einer nächsten neuen Folge zu Mirror's Edge Catalyst. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid bei unserem Trip durch Glass City. Und ja, wir sind schon am richtigen Ort. Wir müssen nämlich zu Plastic für im Netz gefangen. Genau, wir haben ja letztens aufgehört, indem wir zum Metagrid mussten und beziehungsweise mit Dogen gesprochen haben, dann ein Riesenpendel in der Stadt beziehungsweise ein Riesenpendel, was in dem Haus oben hing, mussten wir praktisch freisetzen, damit dieses dann runtergefallen ist. Ja, damit haben wir denen der Corporation geschadet. Was im Endeffekt damit genau raus, also beziehungsweise was damit genau, was Dogen damit genau veranstalten wollte, dass, ja, wir hatten Schulden bei ihm aus damaligen Zeiten und er wollte uns zeigen, weil ihm eine andere Corporation praktisch was geschuldet hat, wollte er uns damit zeigen, was er macht mit den Leuten, die ihm was schulden, aber nicht zurückzahlen. Und damit haben wir ihn praktisch mit ihm, unsere Schulden haben wir mit ihm beglichen. Und ja, mit dem Geschäftspartner, den er hatte, natürlich dann auch. Und wir werden uns jetzt mal Plastic zuwenden, mal gucken, was sie für uns hat. Weil wir müssen ja gleich noch auf die Suche nach Icarus gehen. Denn der ist plötzlich verschwunden. Und, alles gut? Eine deiner Freundinnen ist verschwunden. Was? Wann? Was für eine Freundin? Frag nicht so viel. Ich weiß nicht, wie sie heißt oder ob du sie kennst. Sie hat meinen Metagrid-Zugang erweitert, so wie du. Dann war der Kontakt weg. Gib mir die Position. Ich sehe nach. Ich schick sie dir. Tut mir leid, Faith. Es ist nicht deine Schuld. So, erstmal kurz den Chat anmachen. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Ich bin schon auf dem Weg, Plastic. So, eine alte Freundin hat hier einen Zugang im Metagrid erweitert und wir sollen rausfinden, wer das ist. Ich hätte jetzt eine Ahnung, aber je nachdem, ob es überhaupt richtig ist. Oder ob es nicht eine andere Freundin ist, die sie kennengelernt hat. Da lang. Weil als einzige Freundin von Faith kenne ich jetzt Celeste aus dem ersten Teil. Sollte sich jetzt ihre letzte bekannte Position anzeigen. Ich habe den Kruger-Sec-Funk angezapft. Sie reden über eine Runnerin, die sie in die Enge getrieben haben. Ich wette, das ist sie. Der Metagrid ist es wirklich wert, angezapft zu werden. Du müsstest mal hören, worüber sich die Familien so unterhalten. Viele von ihnen machen sich Sorgen wegen Reflection und ein paar sind auch der Meinung, Kruger würde es zu sehr forcieren. Thank you.
Im Netz gefangen. Plastic hatte eine andere Runnerin gebeten, bei ihr bei der Erweiterung ihres Metagrid-Zugangs zu helfen. Diese Runnerin steckt nun offensichtlich in Schwierigkeiten. Sie sitzt in der Falle und ist von Krugsec-Einheiten umstellt. Finde die Runnerin und hilf ihr zu entkommen. Ich bin jetzt da. Genau wie Krugersec. Ich könnte sie vielleicht von dort abziehen. Was brauchst du dafür? Um ihren aktuellen Befehl außer Kraft zu setzen, muss über ein verifiziertes Terminal Alarm gegeben werden. Da ist eines in deiner Nähe. Du kannst sie natürlich auch einfach angreifen, aber meine Methode macht mehr Spaß. Achtung! Es ist nie zu spät, sich selbst zu übergeben. Ein produktiver Mitarbeiter ist ein glücklicher. Ja, praktisch, wo ist das Ding? War im blauen Bereich, ne? Da oben irgendwo muss das sein. Ich versuche mal da rüber zu springen. Okay. Alles klar, müssen einen anderen Weg einschlagen. Ja, ich wüsste jetzt nicht, wo das ist, das Terminal, Alter. Wo ist das denn? Ach, da ist es. Doch, richtig, im Blauen. Ja komm, die haben uns ja nicht gesehen, sagen wir mal so. Her. Hey, die Luft ist rein. Krugersec ist weg. Du bist Face, stimmt's? Hat dich Plastic geschickt? Ja, hat sie. Danke. Ich dachte, ich bin geliefert. Schon okay. Wir sehen uns. Okay, Celeste war es nicht und Alter, die Glasscheiben, die sehen auch so krass aus, ne? Ich weiß noch nicht, ob das jetzt unten weg ist oder oben weg ist. Schließe alle Nebenmissionen in Enka ab. Ah, cool. Also Nebenmissionen haben wir alle abgeschlossen. Jawohl, wir haben wieder neue Sachen, die wir einsetzen können. Genial. Pistolenaustausch. Gelange schnell in den Rücken eines Gegners und nutze die Gelegenheit in den Folgeangriff von hinten. Aufgefüllt ist L zu vorübergehen. Fokusschild Bonus plus 10. Doppel-Wall-Run. Ah, jetzt kann ich links und rechts dann gehen. Das ist natürlich sehr gut. Das machen wir als nächstes. Erstmal die Bewegung.
Längeres Rutschen ist auch gut. Effizientes Klettern. Das ist auch gut. Dann machen wir die beiden. Und dann das, weil das Fokusschild ist jetzt nicht sau wichtig. Und dann kommt der Kampf. Ja, aber gut, viel vor uns. Alles klar. Genau. Gut, in Enka haben wir alle Nebenmissionen weg. Das ist gut. Das heißt, wir gehen jetzt auf die Hauptmission, nämlich Ikarus zu suchen. Oh, fall doch nicht da runter. Oder doch keine schlechte Idee, runterzufallen. Geil. Ist auch nicht schlecht. Okay. Ja, aber wie komme ich jetzt wieder hoch? Doch keine schlechte Idee, runterzufallen. Okay, man muss genau zur Wand gucken. Ich dachte, man kann jetzt so schön geradeaus weg und dann durch. Ja, okay. Ah, ja. Man möchte im Flow bleiben, weißt du? Und dann kommt ein so eine Stelle, die dich wieder vollkommen runterzieht. Hey du, komm her. Yeah.
nervös? Faith, du musst auf der Stelle in einen Unterschlupf. Hast du meinen Signal? Ich stecke in der Klemme. Okay. Wir scheinen Icarus gefunden zu haben. Er steckt eine Klemme. Das ist natürlich scheiße. Und wir werden von den irgendwelchen Viechern verfolgt. Noah, ich habe mit Icarus gesprochen. Er ist in der Nähe. Okay, gut. Er ist also noch am Leben. Danke für das Update. Muss man ausweichen. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber ich freue mich, dich zu sehen, Faith. Was ist passiert? Sag nicht. Und halt dich von dem Zaun fern. Er hat's ganz schön in sich. Außer du willst wie die da enden. Was kann ich für dich tun? Hilf mir, hier rauszukommen. Dafür musst du einfach nur den Strom abstellen. Oder ich lass dich einfach für Krugersack hier. Oder das. Obwohl mir mein Vorschlag besser gefällt. Bitte. Was muss ich tun? Diese Kabel müssten dich zum Schalter führen. Ich schulde dir was. Und ab. Rühr dich nicht vom Fleck. Witzig. Okay, dann wollen wir die Kabel, den Kabeln mal folgen. Okay, scheiße. Ich hab's gefunden. Aber es dauert noch einen Moment. Danke schon mal. Du bist trotzdem ein Idiot. So. Ach so, nee, da will ich nicht hoch. Oh. Stromkasten gefunden? Jetzt erstmal ausschalten. Aber wie? Da hoch?
Kann ich nicht. Ja, wunderbar. Ja, da hoch. Okay, irgendwie da rum. Warte mal. Ah, okay, jetzt hab ich's. Och. Okay, da hoch wird doch schwierig. Bist du schon da? Okay, also ist klar, links hoch geht auch nicht. Wie komme ich denn da runter? Ich bin jetzt an der Stange. Muss ja irgendwie zu den Dingen da kommen. Oder ich probier's einfach hiermit. Hier unten herrscht ein ziemlicher Aufruhr. Boah, hast du jede Menge Mieter und vom Kruger-Sack auch gerade hier im Anflug? Sie planen vermutlich irgendeine Aktion gegen Black November. So, jetzt bin ich drin. Und aus. Okay, das war's. Du bist mir was schuldig. Das stimmt. Danke. Vielleicht ist ja irgendwo in der Nähe ein Aufzug. Falls du noch eine entspannte Möglichkeit suchst, wieder nach oben zu kommen. Da bin ich gerade dran, Kollege. Da bin ich gerade dran. So, Aufzug? Icarus? Ja, gesund und munter. Freut mich zu hören. Kommt jetzt bald wieder. Noah? Verflucht nochmal, Faith! All diese Kruger-Sack-Truppen! Sie sind auf dem Weg zum Versteck! Sind angegriffen. Ich wiederhole. Noah, sprich mit mir! Krugersack stört unsere Frequenzen. Wir müssen zurück, Faith. Wir treffen uns da. Verdammt, fahr gefälligst schneller.
Hallo, Leute! Sorry, dass ihr warten musstet. Hoffe, ihr musstet nicht zu lange warten. Ein Kollege hat von mir gerade kurz meine... Moment kurz. Oh. Also, Kollege kam gerade kurz vorbei und hat uns, hat mir meine Boxen gebracht. Oh, fuck. Okay, ich bin ganz in der Nähe. Da sind immer noch mehrere Beat-Holes am Himmel. Und im Beat herrscht Stille. Totenstille. Icarus? Sie sind alle weg. Draußen ist jede Menge K-Sack. Faith, ich sehe Leichensäcke.
Ah, scheiße! Ah, Gott, ey. Ist nicht einfach zu kämpfen, ey. Aber ich brauche unbedingt irgendwas, wo ich stärker gegen diese Scheißviecher ankomme, ey. Fuck. Komm runter! Voll! So, der nächste. Alter Vater. Oh oh. Sentinel Klassiker. Oh, jetzt kommt ein Endboss. Ist natürlich nicht gut. Alter!
Ich bin nur ausgewichen. Wie will er mich denn getroffen haben? Ach komm. Verarsch mich doch nicht, Alter. Als ob der mich getroffen hätte. Voll! Da ist er down. Ich schätze, wir brauchen eine Antwort. Ich weiß überhaupt nichts. Was haben wir mit unseren Freunden gemacht? Wir sollten sie festnehmen, aber sie haben... Was habt ihr getan? Wir mussten schießen. Sie haben sich gewehrt. Vor allem dieser alte Kerl. Lauf, wir sehen uns später. Alter Vater, war das jetzt wieder eine was krasse Action hier in Mirror's Edge, du. Uiuiui. Gegen Sentinel gekämpft, dann ein Punkt jetzt gekriegt. Ich glaube, warte mal. Genau. Das holen wir uns. Gelange schnell Rücken des Gegners. Bah, gegen den Sentinel, gegen Heftigen gekämpft. Und unser Versteck und unser Unterschlupf wurde angegriffen und komplett zerstört. Jetzt bin ich mal gespannt, wo wir uns treffen. Und zwar... irgendwo hinten. Zuflucht! Triff dich mit Icarus. Alles klar.
vielleicht helfen, Faith? Komm mal her. Krugersack hat das Versteck angegriffen. Die anderen Runners, unter ihnen auch Noah, sind entweder tot oder werden vermisst. Du musst einen Ort finden, um dich zu verstecken, bis sich die Lage wieder beruhigt hat. Alles klar, dann wollen wir mal uns ein Versteck suchen. Gib mir einen Moment, um die Steuerung zu kapieren. Gefährlicher Bandenchef bei Krugersack. Bandenchef getötet? Siehst du das auch, Icarus? Ja, ich seh's. Sie haben ihn getötet. Diese Bastarde haben ihn tatsächlich getötet. Noah. Wir müssen untertauchen, Faith. Ich habe mit Rebecca Thane gesprochen. Sie gewährt uns Unterschlupf. Vergiss es. Wir können es uns nicht leisten, wählerisch zu sein. Wo sollen wir denn sonst hin? Noah hat Rebecca nicht vertraut. Ich bin mir sicher, sie wird uns verstecken. Sie hasst Kruger ebenso sehr wie wir. Na schön. Wir gehen zu ihr. Aber ich werde nicht lange bleiben. Wir bleiben nur, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Ich schicke dir die Koordinaten. Ansonsten sollten wir den Beat nicht mehr nutzen, bis wir dort sind. Oh nein! Scheiße, sie haben Noah getötet. Das ist natürlich... Scheiße jetzt, ey.
Wir sollen nach Black November. Alter, das ist aber hier ein echt krasse... Das war knapp. Also das nenne ich mal einen Unterschlupf hier, echt, das ist... Und Nummer zwei. Geh rein, Rebecca wartet. Okay. Also das Unterschlupf findet definitiv keiner. Komm runter! Was da passiert ist... Faith, es tut mir leid. Sparen Sie sich das. Hör zu, Noah und ich waren uns in vielem uneins, aber ich habe ihn respektiert. Wie deine Eltern. Noah sagte, sie gehörten zur selben Gruppe. Ja. Solange, bis mir klar geworden ist, dass wir uns niemals friedlich vom Konglomerat und den Familien dahinter befreien können. Wir müssen es vernichten. Mit jeglichen Waffen, die uns zur Verfügung stehen. Ich weiß, was Sie denken, aber Sie irren sich. Ich habe es nicht. Ich denke doch. Deshalb macht Krugersack Jagd auf dich. Und deshalb ist Noah tot. Mann, es reicht! Hör zu. Ich gewähre dir jetzt Unterschlupf für den Moment. Aber meine Gastfreundschaft hat auch Grenzen. Und irgendwann musst du Stellung beziehen oder du musst verschwinden. Das reicht, Rebecca. Sie hat's begriffen. Gut, denn eins muss dir klar sein. Du bist nicht länger neutral, Faith. Jetzt ruh dich aus und denk einfach über meine Worte nach. Tristan zeigt dir deine Unterkunft. Wir reden noch. Später. Nicht jetzt. Ich muss das hier fertig machen. Sie haben kein Recht! Aufhören! Erika! Erschieß ihn! Wer ist da am Fenster? Irgendein Kind, schnappt es! Das ist eine Katze! Das bin ich! Mama... Ja, und wieder was über ihre Vergangenheit, der Feind meines Feindes.
Black November aufsuchen, um Hilfe zu kriegen. Wir sind jetzt mit Rebecca sozusagen unter einem Hut und müssen uns jetzt versuchen, gegen Kruger Sack aufzubringen. Noah wurde getötet. Das ist echt beschissen, aber was willst du machen? Jetzt müssen wir gucken, wie wir hier durchkommen. Ja, wir haben gerade gesehen, dass Faith Vergangenheit, ihr Mutter und ihr Vater wurde von Kruger Sack offenbar abgeschossen. Und sie ist mit ihrer Schwester oder Freundin, wahrscheinlich, sagen wir mal, Schwester, würde ich mal sagen, ist sie abgehauen. Und mehr wissen wir auch noch nicht. Ganz krasse Geschichte auf jeden Fall. Und wir versuchen uns jetzt sozusagen demnächst, in der nächsten Folge dann mit Rebecca darüber zu reden. Vielleicht kriegen wir Kruger Sack doch zu Fall. Weil wir müssen jetzt gegen die kämpfen, wie es aussieht. Und es wird immer härter, der Kampf. Naja, wir verbessern uns auch durch und durch ständig. Und ich bin auch echt mal gespannt, wie es weitergeht. Danke wieder mal fürs Zuschauen. Und sorry wegen vorhin. Lange Wartezeit. Ja, genau. Jetzt geht's eine kurze Pause und gleich dann geht's weiter mit dem neuen Feuergefechtsmodus von Halo. Also hier auf Twitch dranbleiben, auf YouTube wünsche ich euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.